Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Satisfactory zusammen mit MG. Guten Tag. Eieiei. Zumindest bin ich dem auf den Grund gekommen jetzt. Ei. Wer konnte Das war denn mal die sowas? halbe Miete. Wer konnte denn sowas ahnen? Meinst du, wenn wir uns geärgert hätten, wenn wir hergegangen wären, einfach nur die zwei Bänder getauscht hätten am Ende? Und das eine trotzdem leer geworden wäre. Und das eine trotzdem leer geworden wäre? Meinst du, wenn wir uns da gewundert hätten? Ja, haben wir uns verrechnet oder? Wir hätten an allem gezweifelt, nur nicht, dass ich da den falschen Ding angebaut hätte. Der Wahnsinn. So, dann hole ich da hinten noch die anderen zwei Eisen ran, oder? You can do it. Und bis ich auf Form bin, habe ich hoffentlich durchgerechnet, wie viel Schmelzen ich brauche. Wie viel Eisen ist denn das? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann ich es auch. 120 ist, brauchst du 4, 240, 8. Am Ende sind es 460er. Die Dinger, diese Konstruktoren, ne? Fällt mir immer wieder auf, wenn ich da drüber springe, sehen so ein bisschen aus wie Bügeleisen. Wie Boom. Bügeleisen. Interessant. Bügelbretter. Bügelbretter, nicht Eisen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, hast du recht. Würde ich unterstreichen, diese Aussage. So, hoch da. Uiuiui. Ich habe unterwegs zum Eisen noch ein Eisen gefunden. Okay. Wäre normal. Ist ja auch lustig, wenn es dir zum Teil mit dem Pingen nicht angezeigt wird, dass da was war. War mal nervig, ne? Ja, schon ein bisschen. Es ist ein normales. Noch ein normales, also 2x120. So, dort drüben irgendwo war Strom, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Dann lege ich den so hier rüber. Ah, da hinten. Da war auch noch mal Eisen. Ja, auch normal. Also hier in der Gegend ist echt viel Eisen. Ja gut, ein bisschen Eisen brauchen wir dann eh noch für Dingenskirchen. Ich glaube, mein Spiel ist immer noch ein bisschen verbuggt. Ja, meins auch gerade. Ich bin gerade 40 Meter in die Luft geflogen. Oh, drei. Nee, zwei war's. Zwei. Oh. Fünf. Ja, wegen dem Stromkabel. Apropos Strom, wir haben jetzt 700, die wir das hier verbrauchen. Wir brauchen definitiv ein zweites Kohlefeld. Oder Atomreaktoren. Ich weiß nicht, was Oder. die bringen. Oh, müsste man googeln. Okay, Google, oder? Das Dumme ist, bei Okay Google, ne, da steht momentan. Habe ich Okay Google gesagt? Da steht momentan, man soll Hey Google sagen, aber wenn man Hey Google sagt, passiert einfach gar nichts. Wow. Irgendwie in dem Feld. Man muss halt Okay Google sagen und nicht Hey Google. Aber das steht da nicht. Warte, muss ich jetzt direkt gucken? Also bei mir auf dem Samsung, bei meiner Schwester auch nicht. Ich glaube, ich habe das auch gut deaktiviert. Satisfactory Atomreaktor.
Und wie viel bringt er? Warte. Wir brauchen nur einen davon. Wieso? 2500. Hm. Wenn wir zwei bauen, ist auch egal. Aber wenn wir zwei bauen, dann Respekt, dann haben wir ausgesorgt. Fürs Erste. Das würde ich immer gerne mal dazu sagen bei dem Projekt. Da können wir die Kohle komplett für Stahl verwenden. Wenn wir zwei bauen, ja. Ja, brauchen wir so viel Stahl? Mhm. So, aber für wenn das wir dann erstmal einen Zug durch den gesamten Park bauen wollen, dann ja. So, den nehmen wir auch mit. So, ich brauche einen Fusionator. Was mich interessiert, wie weit ist diese Zugtechnik verbaut? Kann man mehrere Linien bauen? Kann man zum Beispiel sagen, du biegst an der Weiche rechts ab, du links und so? Das ist eine interessante Frage. Müssen wir doch mal einen Zug bauen, nur um das rauszufinden. Ja, erstmal müssen wir das erforschen, ne? Ja. Aber wäre schon cool, könnte man so verschiedene Linien bauen, so sagen, ja, du biegst da ab, du da. Ich glaube aber, dass es so hinbekommen haben. Weil alles andere wäre lächerlich. Ja. Muss ich jetzt einfach mal so behaupten. Oh, Kalkstein hätte ich auch noch gefunden. Auch noch. Junge, Junge. Na, der lebt wie Gott in Frankreich, ja. Den ganzen Stahlbeton, was wir brauchen, Junge. So, im Übrigen, ich bringe 240 pro Förderband mit. Das sind dann wieder 8 pro Förderband. Also 16. Ja, übertreib wieder. Ach, was? Übertreiben. Also ich sage, ich habe gerade mal in der Forschung nachgeguckt, ne, was wir da überhaupt erforschen. Und da steht nichts von der Weiche. Da steht nur normaler Track quasi, also Railway. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Muss man gucken. Und wenn sie es nicht drin haben, dann müssen sie es fast reinbringen. Alles andere ist doof. Ich hätte mir ungefähr einen Signalstab hinstellen sollen, wo ich ungefähr ankommen soll mit dem Ding. Du magst Signalstäbe, ne? Ja, um ehrlich zu sein, bei den Entfernungen ist es nicht unbedingt so verkehrt. Ich halte gar keinen Peiler ab. Ich sehe halt die ganze Plattform, aber was da angeschlossen ist, sehe ich auf die Entfernung nicht. Mhm. Und so im letzten Moment da ein bisschen rumdrehen, ist auch blöd. Ich brauch Stahl. Ja gut, dann kann ich zumindest meinen Signalstab setzen. Ja, verpiss dich. Ich finde die Viecher komisch, weil man sie nicht töten kann. Diese Die komischen Blumen. Blumen? Die Blumen, die aufstehen. Ja, ich weiß nicht. Bin ich irgendwie voll doof, dass man die nicht töten kann. Im Übrigen, die zwei Eisen hier, die wir mal hier stehen haben,
Wo wir sogar extra die Löcher in unsere Plattform machen mussten. Die haben wir immer noch nicht angeschlossen. Und wir haben hier hinten auch noch zwei Eisen, habe ich gerade gesehen. Wo? Wo ich jetzt gerade stehe. Das ist quasi am anderen Ende der Plattform und dann... Da ist auch noch Eisen. Wieso wird das nicht angezeigt? Du hast hier sogar, ganz in der Nähe hast du Eisen angeschlossen. Hier unten. Ja, komischerweise. Hier oben hast du vergessen, scheinbar. Oder? Wurde mir aber nicht angezeigt beim Ping. Ich komme mal rum. Also, hier direkt nebenan ist wirklich Eisen. Also, du gehst hier runter, zack, Eisen. Ja, ich bin, oder so. Bin eh gleich da. Ja gut, das ist die Spawn-Area ungefähr. Da muss viel Eisen verteilt sein. Aber dass es mir beim Ping nicht angezeigt wird... Keine Ahnung. Ich bin gleich hinten. Ist ja nur ein paar Meter. Ah, ich habe ja Zeit, ne? Ja, klar. Kannst ja aufs Handy wieder gucken. Ah, hier ist eine Kugel. Hier ist eine Mercy-Sphäre Swip wieder gespawnt. So, wo siehst du das Eisen? Direkt, wo ich stehe. Stehst du noch drauf? Ein Stück. Noch ein Stück, ja. LOL! Oder? Ja? Das Lustige ist, dieses Ding hier, was hier liegt, dieser Alien-Panzer, ne? Der lag hier schon, als ich kam. Von daher hast du hier vielleicht sogar schon mal gekämpft oder so. Ich weiß es nicht. Ja, könnte man halt nochmal vier anschließen an die zwei Adern. Unrein ist es, unrein. Ja, ja, deswegen vier. An die zwei Adern vier. In der Gegend sind alle unrein irgendwie. Die sechs da unten sind auch unrein. Vor allem wäre jetzt nicht mal so schwer umzusetzen. Ich müsste einfach nur überall nochmal so ein Ding draufsetzen. Mal rein Interesse halber. Ah, wir haben noch keine Mod 3, okay. Ich dachte, wir hätten schon Mod 3, aber haben wir noch gar nicht. Ja, Mod 3 könnte ja auch mit Tier 7 kommen. Kann sein, weiß ich nicht. Aber da kannst du glauben, dass ich nicht jetzt da rumlaufe. Oh, ich schließe jetzt alles um. Ja, dann dürfen wir die ganze Verkabelung wieder neu machen. Nicht nur die Verkabelung, auch die Dings, die Bänder wahrscheinlich, oder? Ja. Kann ich noch? Normal nicht mehr, oder? Was? Ich war jetzt am überlegen, ob ich nochmal zwei so Dinger hier bauen kann. Ja, dann mache ich erst die fertig. Ja, ich muss mir die anderen nochmal markieren, weil wir hören ja dann eh bald auf. Ich markiere mal das Ende von den anderen vier Erzförderern. Klatsch hier zwei drauf, weil die sind relativ schnell umgesetzt, die zwei. Was die da irgendwo mit drankommen. Wenn ich die irgendwo ganz links nochmal... erweitert die Plattform noch in die eine Richtung. Oben... Drei. In welche? Zu dem Eisenfeld, was du gerade gefunden hast, hin. Ah, okay. Weil dann kann ich die dort drüben anschließen. So, Signalstab habe ich hier nicht im Schnellinventar. Läuft schon mal. Da sind sie. Perfekt. So. Dann brauche ich noch ein paar Dinger. Ein paar tragbare Miner. Vier Stück. Und dann dürfte das so laufen. Schlimm, schlimm. Habt ihr schon mal Schmelzöfen eingestellt noch? Super. Also stehen vier an dem Ende jetzt. Ja. Mehr brauche ich ja nicht. So. Nein, falsche Richtung gescrollt. So.
Ja. Zack. Ende insgesamt 240 Eisen pro Min. Haben wir das schon mal markiert? Müssen wir mal bei Gelegenheit den Baum fällen? Welchen Baum? Der hier so in die Plattform reinrennt. Jetzt haben wir eh schon so hoch gebaut, ne? Ah, wobei hier auf der Seite ist es ja gar nicht so ultra hoch, weil hier direkt gegen den Hügel über uns ist. Oder unter uns. Ah, stimmt. Ah, da wo die zwei Miner auch durch die Plattform gucken. Ah, come on. Wir leiden doch leicht unter Größenwahn. Ah, es geht, ne? Ach, da muss ich hin. So. Dann mache ich die vier gleich fertig. Die vier tragbaren Miner. Acht. Acht brauche ich insgesamt. So. Dann haben wir das wieder. Das Ding kann da rein. Ich sortiere mal. Oh, die Dinger können hier dazu sortieren. Ich hätte hier Blätter, die Alien Panzer. So, passt. Dann habe ich auch wieder ein halbwegs leeres Inventar. Hast du nicht gesagt, dass du gerade 8 Dinger gebaut hast? Ja. Das eine hebt das andere nicht auf. Ich habe ja die Dinger als erstes gebaut. So, jetzt muss ich den Stahl nur finden. Ich glaube, der war sogar hier. Ha, perfekt. Punktlandung nennt man sowas. Also Stahl haben wir echt nicht mehr viel. Ich dachte, wäre keiner mehr da. Nee, ein bisschen was haben wir noch. Uiuiui. Kann man eigentlich das Fliegevieh irgendwie angreifen? Nicht, dass ich wüsste. Hast du die Plattform gleich wieder bis ganz nach vorne gezogen, oder wie? Vielleicht. Er übertreibt halt so richtig, ne? Die Antwort würde sich verunsichern. Ja, natürlich. Was mir hier nicht alles verunsichert hier in dem Spiel. Also das wird dann so die Ebene, wo auch alles irgendwie zusammengesetzt wird, oder? Weil die halt so riesig ist, die Ebene. Hm. Ich glaube, uns geht jetzt der Kunststoff für die Computer aus, oder so? Oh mein Gott! Ja. Es ist... Nach über 2 Aufnahmesessions ist endlich mal der Kunststoff leer. Hat jetzt noch für 47 Computer gereicht. Ist eine ordentliche Zahl, muss man einfach mal sagen. Ja, besonders weil wir auch 400 schon irgendwie da im Weltraumlift haben. Ne? Ja, irgendwie sowas. So, kann ich mal gucken allgemein, was wir im Weltraumlift haben. Kann man das da auch wieder rausnehmen? Boah, gute Frage. Normal nicht. Weil wenn man das könnte, können wir vielleicht zuerst die Monorail-Technologie machen. Schau mal. Zumindest Motoren haben wir definitiv da drin noch viele. Schau mal, ob du das rausnehmen kannst. Ja, geht nicht. Ja, dann nicht. Dann zuerst das. Wo habe ich jetzt die Computer? Ich habe doch gerade Computer. So, Fusionator. Komm wieder. Ja. Zack.
Das Gute ist, dass diesmal das Band ein bisschen schneller verlegt ist, weil ich mittlerweile die Abstände weiß, wie weit das ich muss mit den aufgebockten Ständern. Weil die ja schon dort stehen. Ah. Oder auch nicht, weil ich komplett woanders hin muss. Schade. Okay. Zu früh gefreut. Ja, funktionieren können. Ja. Mit der Freude funktioniert immer. Oh, hier muss ich hin. Nee. Legst jetzt erstmal einfach hier hin quasi und dann. So. Ach, das ist Katerium Erz, was hier liegt. Ich dachte, ja, ja. Also das kannst du ruhig nochmal kürzen, wenn du willst. Hier ist das relativ, aber ich dachte halt so, bitte. Kürz mal das Katerium hier weg. Das nervt mich schon ein bisschen. Dann machen wir es noch länger. Also mich nervt, ne? Ja. Ach so, gut zu wissen. So einer bist du. Kennst du doch. Leider. Weißt du, was mich triggert? Was dann? Ah, oh, diese Aufzüge. Dass du dich nicht reinsetzen kannst und mit hochfahren? Nein, dass sie nicht annähernd synchron sind. Nicht annähernd. Hilft ja nicht, ich muss mich den Bodengegebenheiten anpassen. Nein, ich meine nicht von der Höhe her, sondern von dem Laufen. Also ach von der so. Animation. Wow. Hätte man die nicht einfach. Das verbraucht auch viel mehr Speicher und so, wenn man das nicht synchron macht. Das funktioniert ja auch nicht synchron, weil ja die stauen sich ja. Ja, aber ist doch, muss doch nur die Grafik sein, weißt du? Ja. So, noch 4. Läuft. Jetzt reicht's aber für heute. So, apropos, es reicht für heute. Du bist dran, oder? Oder ich? Ich bin dran. Ja, du bist dran, genau. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.